Katrin, schön, dass du hier bist. Du hattest gerade deinen Vortrag auf der Open Stage. Die ganze CeBIT dreht sich um Digitalisierung und du sagst, die gibt es gar nicht. Wie kann das sein? Ja, in der ersten Hälfte vom Vortrag habe ich gesagt, die gibt es wohl, aber die gibt es schon seit mindestens 200 Jahren, je nachdem, wo man die Grenze ziehen will. In der zweiten Hälfte habe ich dann gesagt, und eigentlich, wenn man genauer hinguckt, dann stimmt das auch so nicht, weil je nachdem auch bei einer Analoguhr, wenn du genauer hinschaust, dann ist sie in ihrem Inneren, funktioniert sie digital. Im Inneren von Computern passiert ganz viel Analoges, im Inneren vom Menschen tragen sich Dinge zu, die sind in ihrem Wesen digital. Also es ist nicht so sinnvoll, das als, also es ist ein sehr unscharfer Begriff und ich habe mich gewundert, dass der jetzt plötzlich so große Konjunktur hat, eigentlich lange Zeit, nachdem das Thema aufgetaucht ist. Das hat ja eigentlich viel damit zu tun, dass die Menschen schon immer irgendwelche Begrifflichkeiten brauchen. Jetzt nimmst du denen damit der ganzen Branche sozusagen dieses schöne Begriff. Du hattest auch ein paar schöne Zitate dort genannt, wo von Flutwellen die Rede war, die schon in den 70er Jahren sozusagen über uns hereinkommen. Dass diese Trends einfach so eine längere Dauer immer haben, das vergessen wir meistens, oder? Ja, ach, und das ist ja auch seltsam. Ich meine, man braucht für bestimmte Sachen immer wieder einen neuen Begriff. Das ist so mit, früher hat man Altersheim gesagt und dann musste man irgendwann Seniorenheim sagen und inzwischen heißt es wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Man kann jetzt auch nicht mehr elektronische Revolution sagen, wie man es in den 80ern noch so schön konnte und für bestimmte Dinge braucht man immer wieder ein neues Wort. Auf dem Weg hierher bin ich allerdings am Bahnhof, an irgendeinem Bahnhof, an einem Plakat vorbeigekommen. Da stand über eine Zigarettengröße drauf, die sei modern. Ich habe mich gewundert, dieses Wort modern kommt irgendwie gar nicht aus der Mode, oder? Das wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, weil es einfach zu universell ist. Du hast auch Überlegungen angestellt, wie man es denn sonst nennen sollte. Wie soll man das oder wie würdest du das, was man hier auf der CeBIT überall sieht, denn dann bezeichnen, wenn nicht digital? Ich habe zwei Vorschläge gemacht. Der eine ist mir im Traum erschienen, im Rahmen von so einem Vortragsalbtraum, wo man viel zu spät zum eigenen Vortrag erscheint und dann erst noch durch sämtliche CeBIT-Hallen laufen muss. Aber dieser Traum hat eben auch einen Begriff beigesteuert, den man statt Digitalisierung, was mir im Traum total eingeleuchtet hat, verwenden sollte, nämlich Gulaschsuppe. Und der Gulaschsuppe, das habe ich richtig verstanden. Ja, Gulaschsuppe. Ich kann nichts dafür. Ich meine, man kann noch, hätte schlimmer kommen können. Also man träumt ja noch ganz andere Dinge, wenn der Tag lang ist. Der ernsthaftere Vorschlag, den ich gemacht habe, ist, man könnte ja auch einfach konkret sagen, was man da jetzt genau meint an Veränderungen im Staat oder im Unternehmen oder in den eigenen Gewohnheiten. Aber was könnte das zum Beispiel sein bei irgendeinem Unternehmen für Maschinenbau? Ja, da stecke ich jetzt zu wenig drin in den Unternehmen für Maschinenbau. Ich vermute, es wird irgendwie damit zu tun haben, dass das Internet auch auf der Chefetage angekommen sein könnte und die Leute jetzt mal ihre Mails selber beantworten. Aber ehrlich gesagt kann ich da wirklich nur spekulieren. Da müsste Sascha Lobo einladen, der ist so mit dem ganzen Maschinenbau, der kann euch das dann genauer erklären. Das machen wir dann im nächsten Jahr. Jetzt freuen wir uns, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung.